Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie kläre ich kleine juristische Fälle, so wie sie für Betriebswirte in einer Prüfung drankommen können. Hier haben wir folgende Situation. Wir haben einen Auszubildenden, den wir ja in Vergewaltigung der deutschen Sprache abzukürzen mit Azubi. Und dieser Azubi ist gerade im zweiten Lehrjahr. Und die Leistungen dieses Azubis betrieblich und schulisch, also in der Berufsschule, sind schwach. Und die schulischen Leistungen sind auch schwach. Und der Ausbilder überlegt nun eine Kündigung. Kündigung durch den Ausbilder. Also nicht etwa der Auszubildende will kündigen, sondern ist eine Kündigung durch den Ausbilder möglich. Nun schauen wir, Rechtsgrundlage ist hier das BBIG, das Berufsbildungsgesetz. Und da schauen wir mal rein. Und was sehen wir? Im Berufsbildungsgesetz, Paragraph 22 ist die Rechtsgrundlage, um genau zu sein. Und in Paragraph 22 sehen wir eine Unterscheidung, ja, Struktur wahrnehmen, Absatz 1, Absatz 2. Absatz 1 während der Probezeit und Absatz 2 nach der Probezeit. Wir können also zunächst einmal sagen, dass wir hier eine Trennung haben. Während der Probezeit ist die Kündigung recht einfach. Schauen Sie, kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden? Und nach der Probezeit ist es schwierig. Nach der Probezeit kann das Berufsverhältnis nur, da ist die Einschränkung, gekündigt werden, aus einem wichtigen Grund. Oder vom Auszubildenden ordentlich. Das heißt, die ordentliche Kündigung durch den Ausbilder ist ausgeschlossen. Also Berufsbildungsgesetz, genau gesagt Paragraph 22. Der Azubi befindet sich außerhalb der Probezeit. Das heißt, ordentliche Kündigung nicht möglich. Ordentliche Kündigung ist nicht möglich durch den Ausbilder. Der Auszubildende kann ordentlich kündigen, aber der Ausbilder nicht. Okay, das war's für dieses Video. Schauen Sie nun in meinen Shop www.spaßlerndenk-shop.de. Warum? Weil Sie dort die Lernhilfen finden, auf die Sie schon immer gewartet haben. Vor allem schauen Sie auf meine Videocoachings dort. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.